Moin moin und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir gehen heute mal neue Wege. Was genau das ist und wohin es uns führen wird, werden wir dann sehen. Für euch starten wir mit dem Intro und dann geht's los. YouTubes Finest Unboxing-Videos. Ganz große Mode. Gerade ein Karton gekommen, ich hole den gleich mal, wir packen den zusammen aus. Aber, und das ist der Unterschied, wir werden es natürlich nicht nur auspacken, sondern auch in der Praxis benutzen. Dafür müssen wir dann aber erst auf dem Campingplatz. In diesem Sinne, ich hole das Paket und wir starten. Ja. Ist übrigens wieder von Obling. Ihr kennt das, ne? Also wieder oben Werbung. Und wir schauen mal rein. Karton war wohl beschädigt, haben sie hier drauf geschrieben. Hier soll nichts fehlen. Bin gespannt, was noch so eingepackt ist. So. Wir haben hier eine Abdeckung für die Deichsel. Darum geht es jetzt in diesem Video aber nicht. Nehmen wir trotzdem. Haben wir natürlich mit dem letzten Wohnwagen mit abgegeben. Dann haben wir hier noch zwei schöne Biergläser. Packen wir mal auch mit rein. Unzerstörbar. Einmal, zweimal. Auch darum geht es aber nicht. Auch nicht um diese Küchenwaage. Ich packe den Karton mal zur Seite. Mir geht es hauptsächlich darum, und das hatte ich ja wie gesagt schon angekündigt, um diese Stützplatten. Ich hatte jetzt festgestellt, dass bei den Hobbys die teuren quasi, die guten, nicht funktionieren, also nicht ohne, dass man die umbaut. Ja, sind jetzt von Obelink, nennen sich, glaube ich, irgendwie HD-Platten oder sowas. Ich packe den Artikel auf jeden Fall mal unten in die Beschreibung rein vom Video. Ne? Ja, also im Grunde genommen nicht viel Trick. Das ist relativ einfach gehalten. Die sind relativ groß. Zeige mal gerade. Also im Grunde genommen macht man das ganz einfach. Man nimmt diese Platte, das sind jetzt HD-Platten in groß, steckt diesen Splint dazwischen. Also da sitzt dann quasi der Fuß drin und dann macht man hier so einen Stift rein, damit das quasi während der Fahrt nicht durch die Gegend fliegt. Ja. Sie sollen bei den neuen Hobbymodellen passen. Wir nehmen sie mit zum Campingplatz. Dann baue ich die Kamera auf. Leg mich mal unter ein Hobby. Unter das Fahrzeug. Sie filmen mal. Und dann schauen wir mal, ob sie in diesem Sinne, bis später. So, ihr Lieben. Jetzt sind wir auf dem Campingplatz. Ich habe es schon mal vorbereitet. Den Wohnwagen hier schon mal aufgeschlossen. Achso, ja, hier die Platten wollte ich ja noch holen. Nicht auf die Optik achten. Das ist hier Sonne, Wolken, Sonne, Wolken. Immer hin und her. Ich zeige euch nochmal, wie das jetzt momentan aussieht. Warte, ich drehe. Hier, ne, also einfach mal abgestützt. Ja, ich würde sagen, ich habe den Akkuschrauber nämlich vergessen. Ich hole mal gerade die Kurbel raus. Und dann platzieren wir uns mal unter dem Wohnwagen. Und ja, schauen wir mal. Ach ja, ich liebe diesen Insider. Ob ja, sie denn passen und wie wir sie befestigt kriegen. Also, bis gleich. So, auf geht's. Ich hoffe, man sieht nicht. Packen wir mal aus. Und dann gucken wir mal. Ach nee, kommen wir schon entgegen. Wie wir die denn platziert kriegen. Ich denke, wir werden sie hier unter die. Also so wird das hinterher dann aussehen, ne? Ich hoffe, man sieht's. Wenn wir hier den Splint zwischen machen.
Denn hier oben geht es nicht durch, da ist zu wenig Platz. Ja, dann würde ich sagen, wir machen den aber auf die Innenseite. Man weiß ja nie so genau. Machen wir mal gerade ein. So. Loch ist da. So. Gucken wir mal, ob das so richtig ist. Das sieht ein bisschen arglos aus. Wir machen den nochmal ab. Ja, schön ist es nicht. Aber so fliegt auf jeden Fall weniger rum, als wenn man ganz zu machen. Ja, ihr seht, das war's schon. Ist also nicht so aufwendig. Ja, wir lassen den Fuß mal runter. Und dann können wir mal das Abstützergebnis. Ich nehme euch mal nochmal einmal gerade in die Hand. Nur, dass ihr sehen könnt. Ne? Also hier, das ist... Ich hoffe, man sieht. Diese kleine Einkerbung ist jetzt nur von den paar Tagen, wo der hier so stand. Ja. Wir montieren jetzt einmal nochmal den Fuß. Stellt euch nochmal ab. Ich hoffe, es hat jetzt nicht zu doll geruckelt. Dann drehen wir die Stütze mal wieder runter. So, jetzt wird es so sein, dass der sich unten auf den Boden drückt. So. So, auch hier kein Hexenwerk. Gleich wie wir drüben. Einmal den Fuß ein bisschen hoch. Hier könnt ihr das übrigens gut sehen. Ich nehme euch nochmal mit. Guckt euch das mal an, wie der schon durchgedrückt ist. Und der war eigentlich mittig platziert. Ja, wie das jetzt versetzt ist. Ja, gucken wir mal. Der Boden ist relativ moosig. Wie wir das denn jetzt hinkriegen? Ich nehme mal weg hier. So. Gleiches Spiel hier drüben. Machen den Splint nach innen. Werden den auch nur einmal durchstecken. So. Wo haben wir denn die Kurbel? Da ist die Kurbel. Ja, ist auch schön, kann man mal ein bisschen unter den Boden reingucken. Sieht auf jetzt nicht. So, da sind wir. Vielleicht kriegen wir den noch ein bisschen geschmiert. Hier vom Abstützen, dass wir mal komplett alles zerbröselt. Ja. Aber. Genau deswegen haben die Dinger ihre Berechtigung. So, gleiche Stelle. Einmal durch. Splint durch. Und wieder runter mit dem Fuß. So. Das knatscht nämlich auch so. Gucken wir auch hier nochmal ein bisschen runter.
Na, der sieht aber sauber aus. Oh, Platte weg. So, Nummer 4 von 4. So viel zum Thema Caravan-Füße von Obelink. Also ich guck mal auf den Karton. Es steht wirklich Caravan Food HD drauf. Heavy Duty. Ja, ich pack's euch nochmal unten, wie gesagt, in die Videobeschreibung rein. Also Caravan Stützplatten HD heißen die, glaube ich, im Shop. Ja, also Montage ging relativ schnell, wie ihr gesehen habt. Machen auch erstmal einen wertigen Eindruck. Ja, der Urlaub wird's zeigen, wie sich das so, ja, ich sag mal, in der täglichen Benutzung widerspiegeln wird, ob es denn taugt oder nicht. Ja, haben jetzt 10 Euro gekostet, also im Vergleich zu den teuren von Alco natürlich ein Bruchteil. Also ich glaube, die kosten irgendwie 100 Euro. Ja, wir gucken mal. Dafür halt, wie gesagt, bei Hobby keine Anpassung notwendig. Und ja, vielleicht ist es ja so, dass einer von euch die Dinger auch schon an seinem Wohnwagen hat. Könnt ihr mal ja unten in die Kommentare schreiben, was ihr so für Langzeiterfahrung habt. Ansonsten würde ich sagen, für dieses ja, etwas andere Video auf unserem Kanal war es das. Ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit, schönes Wochenende. Wir haben jetzt Samstag, ich schmeiß den Grill an. Je nachdem, wann ihr das Video dann guckt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.